ist sie da, die neue Leitfaden-Torte in der Version 2.0. Ich habe sie natürlich für euch mal richtig auseinandergenommen, mir genau angeschaut und wie das genau abgelaufen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was hier in dieser kleinen, schönen, schwarzen Verpackung sich alles versteckt. Da haben wir zum einen natürlich die Leitfaden-Torte Version 2 selbst, einen kleinen Diffusor, dann die GoPro-Halterung, kleines Ladekabel, einen Clip, zu dem kommen wir noch später, sowie die Blitzschuhhalterung für die Befestigung auf einer Blitzschuhabdeckung oben auf der Kamera selbst. Dann noch diese beiden Metallplättchen, die dafür gedacht sind, dass man sie mit der Rückseite irgendwo aufkleben kann. Und auf der Vorderseite hier, diese Metallteile, diese Fläche, wird dann die Leitfaden-Torte mittels Magnet einfach befestigt. Und einen kleinen Quick-Start-Guide, aber da habt ihr ja mich, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kommen wir jetzt mal hier zu dem Filetstück im Ganzen. Das ist die Leitfaden-Torte selber. Wir haben also hier vorne auf der Vorderseite 16 LEDs verbaut mit bis zu 800 Lumen Lichtleistung bei einer Standardfarbtemperatur von 5700 Kelvin. Der Leuchtwinkel beträgt 70 Grad und durch die ganzen 16 LEDs, die wir hier haben, haben wir auch ein gleichmäßiges Lichtmuster ohne einen sogenannten Hotspot in der Mitte. Die Leuchte selbst wird hier oben auf der Oberseite einfach aktiviert, indem wir hier einmal draufdrücken und durch weiteres draufdrücken, also einmal für an, für die erste Lichtstufe, dann für die zweite Lichtstufe und dann für die dritte Lichtstufe hier oben einfach dann geregelt. Das heißt, die erste Helligkeitsstufe sind 100, dann haben wir einmal 450 Lumen und dann mit der vollen Power die 800 Lumen, die wir dann hier als letztes sehen können. Das ist schon verdammt hell. Wenn ihr nach dem dritten Mal noch einmal draufdrückt, dann ist die Lampe nicht aus, dann haben wir hier noch so eine Signalfunktion, wie ihr sehen könnt. Das heißt, ihr könnt die auch ganz losgelöst von der Fotografie einfach verwenden, indem ihr das einfach als Signallämpchen nehmt. Für was auch immer das gedacht ist. Ich finde es ganz witzig, ne? Wenn man unterwegs so eine Panne hat, macht man das Ding einfach aufs Autodach drauf. Besser als jedes Warndreieck. Hier drin befindet sich ein Lithium-Ionen-Akku, der also hier gut geschützt ist mit diesem robusten Gehäuse, was wir drumherum haben, mit den Kühlrippen, die auch hier sind. Und der lockt auch für die lange Lebensdauer. Wir haben ja eine Angabe bzw. auch selbst getestet bei voller Leistung, also bei diesen 800 Lumen auf Stufe 3, hält das Ganze ungefähr so 35 Minuten, manchmal noch ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger. Kommt auch darauf an, wo man gerade ist. Wenn es draußen in der Kälte ist, natürlich weniger. Wenn man drinnen damit irgendwas macht, natürlich dann dementsprechend länger. Und wenn ich das also jetzt hier auf volle Pulle laufen lasse, sind es 35 Minuten. Und auf der kleinsten Stufe, das ist also die Stufe 1, da haben wir dann satte 4 Stunden, mit der ihr also dann hier mit dem Licht einfach machen könnt, was ihr wollt. Für 4 Stunden, das ist für diese Größe und dem Akku da drin also schon recht beachtlich. In diesem Aluminiumgehäuse befindet sich also hier einmal eine 1/4-Zoll-Bohrung auf der Rückseite. Hier haben wir die LEDs, das ist die Rückseite und dann noch einmal hier auf der Unterseite. Das heißt, ihr könnt also diese Leitfaden-Torte dann auch mittels Adapter einfach ganz normal überall anbringen, wie zum Beispiel halt eben jetzt auf einem Stativkopf oder auch auf den mitgelieferten Equipment, was wir hier haben, zum Beispiel jetzt diesen Aufsatz für den Blitzschuh der Kamera, die GoPro-Befestigung natürlich auch noch. Und darüber hinaus dann noch Kugelköpfe und halt eben alles das, was eine 1/4 Zoll Außengewindebohrung hat, die hier einfach reinpasst. Dazu kann zum Beispiel hier einfach dieser Griff gehören. Ist auch ein optionales Zubehör von Leitra, den man hier hinten einfach dann aufschraubt. Und schon habt ihr im Handumdrehen einfach hier ja praktisch eine richtige Taschenlampe, die man also hier dann einfach so ganz bequem mit der Hand auch einfach dann so nehmen kann. Natürlich ist das auch für den Einsatz in der Fotografie gedacht, um Dinge einfach besser ausleuchten zu können. Oder halt eben ganz normal, wie ich sie gemacht habe, als Taschenlampe im Einsatz. Auf der Rückseite befindet sich dann hier auch hinter dieser Gummiabdeckung die Klinke für das Kabel zum Aufladen. Das ist ein USB-C-Kabel. Hier wird einfach dann die Gummidichtung rausgenommen, das Kabel eingesteckt, was mit dem Lieferumfang mit dabei ist. Und dann kann über diesen USB-Anschluss die Leitfaden-Torte ganz normal aufgeladen werden. Die Lichtleistung ist natürlich hier mit 800 Lumen extrem. Es ist also so extrem, dass man hier auch nicht unbedingt in das Licht reingucken sollte. Es ist ein sehr hartes Licht, sehr viel Licht vor allen Dingen auch. Und diese Diffusorhaube, die sich hier befindet, im Lieferumfang mitbefindet, die habe ich also auch standardmäßig immer drauf, weil es dann insgesamt ist es auch eine etwas homogenere Ausleuchtung. Das kann man am Tisch hier auch ganz gut sehen, wenn ich jetzt hier einfach mal kurz den Tisch nehme als Hintergrundfläche, um jetzt hier mal kurz gucken, dass die Kamera noch mitkommt zum Pumpen. Die braucht ja irgendetwas, was sie anfixieren kann. Bei dem ganzen Licht ist das ein bisschen schwierig. Und das ist also jetzt hier dann so einfach mal kurz, um zu schauen, der Lichtkegel. Und wenn ich jetzt diese Diffusorscheibe abmache, sieht das Ganze natürlich dann einfach ein bisschen brutaler aus. Es ist noch heller. Das frisst auch ein bisschen mehr zum Rand aus. Ihr könnt das auch sehen hier am Rand. Da ist also
richtig ein etwas härterer Übergang und der ist natürlich hier mit diesem Diffusor etwas weicher. Das kann man also ganz klar sehen, das Licht wird einfach viel weiter abgestrahlt noch, ist alles ein bisschen angenehmer und etwas, ja, schmeichelt etwas mehr dem Auge, je nachdem, was man damit ausleuchten möchte. Die mitgelieferten Metallscheiben, die ich ganz am Anfang gezeigt hatte, das sind die hier. Die sind also dafür gedacht, hier selbst auf glattestem Untergrund, das ist also richtig so Plexiglas, also praktisch wie eine Fensterscheibe, auf glattestem Untergrund, wo ihr natürlich vorher die Klebefläche, wenn es geht, noch ein bisschen reinigt, einfach die Leitra-Torch hier anbringen zu können. Ist also auch ganz stabil, das hält auch richtig. Ihr seht, also ich kann hier rumwackeln und alles hier so ein bisschen rumshaken. Dafür sind diese Pins gedacht. Das macht die Sache natürlich sehr interessant, da ihr natürlich damit auch im Endeffekt dann halt eben Orte erreichen könnt, um ein Licht zu platzieren, wo ihr normalerweise jetzt mit einer Klemme nicht weiterkommt oder vielleicht die Leitra-Torch selber auch gar nicht irgendwie hinlegen könnt. Dafür ist dann wunderbar einfach diese Lösung gedacht mit diesen beiden Plättchen. Wie gesagt, zwei sind im Lieferumfang enthalten, eine mit einer schwarzen Oberfläche und eine zweite mit einer silbernfarbenen Oberfläche. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch dieser kleine Clip. Da die Rückseite ja hier magnetisch ist, kann man hier diesen Clip einfach an der Leuchte irgendwie anbringen und mit der Rückseite hier einfach zum Beispiel jetzt in der Hosentasche, an der Jeans oder vielleicht auch irgendwo am Clip, am Kameragurt oder wo auch immer man das Licht dann braucht, festmachen. Dafür ist dann dieser Clip gedacht. Der mitgelieferte GoPro-Adapter, den wir hier haben, der ermöglicht es, die Leitra-Torch an jeder GoPro-Halterung anzubringen, die es so gibt. Natürlich gibt es hier auch von Leitra schon ein richtig nettes Teil, wie ich finde. Und zwar ist das hier diese Schiene. Da kann man also auf der einen Seite dann die GoPro befestigen und auf der anderen Seite hier noch logischerweise dann die Leitra-Torch. Befestigung ist natürlich ganz einfach. Man muss hier erstmal den Adapter einfach an der Leitra-Torch anbringen. Ihr wisst ja übrigens, ihr könnt das ja jetzt hier einmal so machen, dass das Licht frontal nach vorne geht. Aber ihr habt die Möglichkeit hier, das Licht aufrecht nach oben anzubringen. Das sind zwei Adapter, die wir hier haben, die also diese beiden Winkel ermöglichen. Einfach hier festschrauben, dann hier einsetzen. Auf der anderen Seite dann hier die Feststellschraube einfach einführen. So, fertig ist das ganze Set. Ich habe also jetzt hier meine GoPro und dann auf der anderen Seite das Licht. Durch die Distanzschraube, die wir hier haben, könnt ihr natürlich, wenn ihr die ein bisschen locker dreht, die Leuchte einfach dann in verschiedene Richtungen bewegen und dann je nachdem, wo ihr das Licht ausleuchten wollt, beziehungsweise ist nicht, meinetwegen ist nicht frontal einfach rauf, sondern irgendwie eine Beleuchtung, die entweder zur Decke geht, wo das Licht abgestrahlt wird oder einfach zur Seite geht, dann nehmt ihr diese Schraube unten und macht das dann wieder fest. Und dann kann die Leuchte auch nicht verrutschen. Wie gesagt, da seid ihr also auch vollkommen frei, was den Bewegungsradius angeht. Und diese Schiene, diese GoPro-Schiene, die wir hier haben, die gibt es also auch bei uns im Shop. Unten unter dem Produktfilm ist natürlich ein Link, der führt in den Shop zu den ganzen Leitra-Torch-Produkten. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Meiner Meinung nach ein sinnvolles, wenn nicht sogar das sinnvollste Zubehör überhaupt. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, hier nochmal in der Mitte eine GoPro einzuschieben mit dem entsprechenden Adapter. Und auf der Unterseite befindet sich hier nochmal eine 1/4-Zoll-Bohrung. Das heißt, ihr könnt dieses Set jetzt einfach so nehmen und zum Beispiel einfach auf irgendein ganz herkömmliches, normales, großes Stativ oder am besten noch auf einem kleinen Tischstativ einfach aufstellen und befestigen. Diese Leuchte kann man natürlich auch wunderbar zum Tauchen benutzen. Die ist also hier von den Abmaßen her, also von der Lichtstärke her, 800 Lumen in der Höchstleistung, in der höchsten Stufe. Und natürlich das Kompakte, die Kompaktheit, sowie natürlich auch die Tatsache, dass sie ganz einfach zu bedienen ist. Kommt auch mit den dicken Taucherhandschuhen ran. Bis zu 20 Meter Tauchtiefe ist also hier gewährleistet die Wasserdichtigkeit. Das kann ich natürlich jetzt nicht unbedingt simulieren, aber was ich machen kann, ist, dass ich mal einfach hier so ein kleines Mayday losschicke und mal hier einfach die Leuchte in ein Glas Wasser reinmache, damit ihr sehen könnt, dass hier also nichts kaputt geht. Ja, so macht man übrigens hier, so kommt die Lichtenergie in das Wasser und dieses Glas kann ich also jetzt gleich für 15 Euro hier auf dem Markt verkaufen. Wie ihr seht, funktioniert also alles bestens. 20 Meter laut Hersteller natürlich auch die Angaben, was wir hier nicht testen können, aber hier ist Wasser drin. Ach so, kann man vielleicht nicht richtig sehen, ist auch richtig Wasser drin auch in dem Glas. Das ist also hier überhaupt kein Problem. Ihr habt also gesehen, die Leitra-Torch hier, die Version 2, ist definitiv ein richtig gutes Update. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das mal so im direkten Vergleich sieht. Die Leitra-Torch 2 hat also eine höhere Lichtqualität bzw. Lichtausbeute. Mal eben kurz von 18 Dioden auf 16 geswitcht, also praktisch die Anzahl verdoppelt.
Dann haben wir hier ein CAI von 90. Bei der Version 1 gab es die Angabe größer als 70. Da wusste man es nicht so ganz genau. Also hier haben wir definitiv 90. Die Batteriedauer 10% länger, aber das ist immer subjektiv. Wie gesagt, kommt auch von der Umgebungstemperatur an und wie lange man damit, bei welcher Stärke denn auch halt eben dann die Lichtmasse rauslässt. Das heißt, wenn ihr jetzt also hier volle Puddeleistung erfordert auf Stufe 3, habt ihr ungefähr 35 Minuten roundabout. Und bei der geringsten Leistung, also bei der ersten Stufe, haben wir 4 Stunden, laut dem, was der Kollege auch tatsächlich gemessen hat. Die Lightfire Torch ist natürlich jetzt für mich definitiv das beste Passleistungsverhältnis, was also die Lichtausbeute im Wortsinne angeht. So klein, so kompakt, so stabil, die Multifunktionalität mit dem Zubehör, was wir noch haben, mit irgendwelchen Farbfiltern und die Barndor, die ich im Prinzip aber jetzt selber gar nicht brauche. Ich benutze das Teil eigentlich mal mehr als Auffälllicht auf der Kamera oben drauf, wenn ich Videofilme mache oder zum Beispiel auch halt eben bei der GoPro. Da macht es auf jeden Fall auch definitiv Sinn. Und natürlich auch in Verbindung, er ist so klein und handlich und sie ist auch noch wasserdicht. Das heißt, ich tauche zwar nicht unbedingt, aber ich weiß auf jeden Fall, ich kann das Ding einfach draußen irgendwo im Regen stehen lassen, wenn ich es nicht draußen brauche, muss nicht gucken, dass es dann irgendwie abgedeckt ist. Ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir hier einfach auch mal hingehen können und die Leute mal so richtig in Panik versetzen. Ne? Bis dann, in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ich habe mich auch gar nicht versprochen.